Hallo liebe Leute und herzlich zu einem neuen Guide von mir. Und zwar will ich euch heute mal eine Eisenfarmroute zeigen. Also wie ihr in Guild Wars 2 Eisen farmen könnt. Und momentan sind sowieso diese Eisenerze recht teuer im Wert, also 2,9 Silber. Und wie ihr die farmen könnt, zeige ich euch in diesem Video. Also bis gleich. Dazu gehen wir erstmal in die Brisbane Wildnis. Und in der Brisbane Wildnis gibt es die erste reichhaltige Eisenader. Die ist hier oben in der Brisbane Wildnis. Spukwälder, da müssen wir hin. Ich zeige euch die ganze Map. Hier ist die ganze Brisbane Wildnis. Hier müssen wir hin zu Spukwälder. Und dann porten wir uns dahin. Und da ist die erste Eisenader, wie gesagt. Und die können wir gleich mal abernten. So, jetzt bin ich auf der Brisbane Wildnis. Und dann laufe ich hier einfach runter. Und ihr seht, hier gibt es schon sehr viele Silber, reichhaltige Eisenader, Silbererz. Und die könnt ihr alles farmen, aber ich hole nur die reichhaltigen, denn die geben mir 10 Eisenerz. Alle anderen geben mir nur 3. Springe ich hier runter und dann habe ich auch schon die erste Eisenader, die ich direkt mal ernten kann. Mit allen Charakteren natürlich. Also mit jedem Charakter kannst du diese Route abfarmen. So, wenn ich das gemacht habe, dann gehen wir direkt weiter zur nächsten. Und die nächste Map ist die Felder der Verwüstung. Die Felder der Verwüstung, die ist hier ganz hinten. Und da müssen wir hier zur Heliod Mine. Also ich zoome mal raus, dann seht ihr es besser. Heliod Mine zur Orientierung. Hier ist die Heliod Mine. Und hier drin ist die nächste reichhaltige Eisenader. So, jetzt bin ich auf der Map. Und jetzt kann ich mal hier rauslaufen erstmal und dann muss ich hier so einen Bogen machen und diesen Berg oder was das ist hoch. Und auf der Kuppe sozusagen ist die Ader. Hier oben sieht man sie schon. Reichhaltige Eisenader. So, und wenn ich dann die geerntet habe, dann zeige ich euch gleich die nächste Ader. Okay, die Eisenader hätte ich jetzt schon mal. Auf geht's zur nächsten und zwar zu Gendaranfelder. Die Gendaranfelder, die müsste hier oben sein, genau. Und hier in der Ecke, hier, ist auch ein Aussichtspunkt, den habe ich jetzt nicht mit dem Charakter. Und hier unten ist die nächste reichhaltige. Dazu laufen wir von hier so in die Höhle und dann einfach hier rein. Aber das seht ihr gleich. Genau. Einfach geradeaus. Ups. Ich laufe in die falsche Richtung. So natürlich. Also Richtung Berg. Hier wäre eine Silberader, aber Silber ist leider nicht so viel wert, deswegen lohnt sich eher die Eisenadern zu farmen. Also hier in die Höhle rein und dann, hier sind auch Gegner, aber die können wir einfach ignorieren. Und hier kann man zur Wegmarke und hier kann man den Aussichtspunkt und unten ist dann die reichhaltige Eisenader, die wir einfach ernten können. Man könnte auch so außen rumlaufen. So Leute, jetzt geht's zum Schaufler-Schreck-Klippen. Dort befindet sich die nächste Eisenader. Und die ist hier unten, hier. Und dann müssen wir ein bisschen in den Norden. Und zwar bei der Wegmarke Hestalen-Kenning. Ich zoome mal raus zum besseren Sehen. Also hier unten nicht, sondern hier ist die nächste. Und da müssen wir hin. Und in der Höhle, ganz hinten, ist dann die nächste Eisenader. So einfach geradeaus in die Höhle hinein. Also so einen Bogen hier rein. Und hier schimmert schon so. Und dann sind wir hier auch schon richtig. Hier sind schon andere Kristalle. Einfach hier den Bogen und dann weiter runter in die Höhle vordringen. Hier sind auch schon so andere Leute und Gegner. Und hier hinten ist dann die nächste Eisenader, die wir ernten können. Und ihr seht, hier sind auch sehr viele Spieler. Weil es ist schon lukrativ, diese Adern am Tag mal zu farmen. Okay Leute, jetzt geht's zur Schneekohlenhöhlen. Einmal rauszoomen. Schneekohlenhöhlen ist hier oben. Und hier müssen wir zu dieser Wegmarke. Anlegestelle des Schneefalken. Ich zoome mal raus und sehe, hier ist es. Zur Orientierung. Und dann müssen wir in den Süden laufen, auch wieder in der Höhle. So. In den Süden und hier unten ist da auch der Eingang. Ups, ein Stein.
laufe ich mal in den Süden. Und ihr seht, hier ist so ein Eingang oder ein Durchgang, aber wenn man hier so links abbiegt, dann kommt man zum Eingang. Und, oh, hier ist ein Gegner. So, haben wir alles getötet, können wir hier die Eisenader ernten. So, okay, jetzt geht's zur nächsten Map, und zwar Harati Hinterland. Das ist hier oben bei Götterfels, und dann müssen wir hier zu dieser Demetra. Oder Demetra. Hier, ich zoome mal raus. So, Demetra, und dann hier oben müssen wir hin. So, jetzt laufen wir hier durch diesen Torbogen. Wow, hängt ein bisschen, macht aber nichts. So, einmal durch den Torbogen und dann laufen wir hier hoch. Einfach alles ignorieren. So, und hier ist dann die nächste. So, haben wir hier diese Eisenader mal geerntet. Ich zeige euch nochmal hier hoch einfach. Das ist gar nicht so schwer. Können wir zur nächsten Map, und zwar zu Kessex Hügel. Hier gibt es aber eine Besonderheit, und zwar, sie kann eine Eisenader sein oder eine reichhaltige Ader. Also je nachdem, wie viel Glück man hat. Zum Kessex Hügel hier unten, bei der Wegmarke Serebok. Und zwar, die ist hier unten. Serebok. Wie gesagt, da kann auch eine Silberader sein. Also es ist nicht zwangsläufig, dass da eine reichhaltige Eisenader ist. Also hier wechselt sich's immer. Deswegen kann man die eigentlich zum Schluss machen. Einfach hier den Fluss entlang. Und dann einfach in die Höhle hinein. Ihr seht hier schon, das sind Silbererze. Hier sogar ein Eisenerz, aber der ist unterirdisch. Und dann ist auch nochmal einer, den ich dann euch gleich zeigen werde. So, hier hoch. Und wie ihr seht, zweimal Silbererz, also können wir wieder umdrehen. Außer ihr wollt Silbererz ernten, das könnt ihr dann machen. So, wenn ihr hier oben wart, dann könnt ihr hier nochmal runterjumpen. So. In die Höhle hier hinein. Also einfach so runter. Und hier ist dann die nächste reichhaltige Eisenader. Genau. Einfach so und dann runter und dann hierher. Und dann könnt ihr die nächste Eisenader abholen. So Leute, und dann gibt es noch zwei weitere, beziehungsweise sogar noch drei eigentlich. Einmal zum Lornas Pass, in so einer Höhle, hier im Lornas Pass. Der müsste hier oben im Norden sein, zur Eisteufel. Die Wegmarke zeige ich euch nochmal, dass ihr eine bessere Orientierung habt. Das war jetzt ein bisschen kurz gezeigt, also hier bei der Wegmarke. Hier bin ich, Eisenteufel, ne? Hier oben. Ein Dreieck. Genau, da laufen wir einfach mal hier geradeaus und hier oben sind die schon reichhaltige Eisenader, da müssen wir hin. Aber hier das Blöde ist, die ist so versteckt, sag ich mal, oder hier sind verschiedene Ebenen, Stufen. Also ich laufe halt immer so, so finde ich es immer am einfachsten. Hier hoch. Man könnte auch um den Bogen laufen, aber ich jump immer gerne oder fliege gerne. So, dann einfach hier geradeaus. Dann laufe ich hier hoch.
und dann ist die Ada hier gleich und bewacht ist ja auch noch. Ich muss schnell die alle wegmachen, genau, und dann können wir auch schon die Eisenader abernten. Auf geht's dann zum vorletzten, und der vorletzte ist dann das Dissau-Plateau, aber zeige ich euch auch noch mal detailliert und genau. Dafür gehen wir erstmal hier hoch. Dissau-Plateau ist hier, genau, und dann bei der Wegmarke Ruinen vom Altor. Das wäre dann bei der Map hier. Dazu müssen wir hier hin, so hoch, und dann beziehungsweise hier rein, hier so, 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 und dann ist die auch schon da. Normalerweise mache ich das nur einmal am Tag mit meinem Necro, aber jetzt fange ich auch an mit dem Zweitcharakter das zu machen, weil es sich einfach lohnt, weil die Preise auch von Eisen gestiegen ist. Da lohnt sich das einfach zu machen. Einmal am Tag. So. Hier gibt es noch eine Sehenswürdigkeit. Und hier hinten wartet sie. Locken wir einfach alle hier in die Ecke und dann machen wir halt alle schön kalt. Die woher herkommen. So, alles weg. Und dann können wir auch schon ernten. Und der letzte ist dann in der Flammenkampfsteppe in so einem Jumping Puzzle drin. Und der ist hier in der Flammenkampfsteppe. Hier bei Behem. Behem. In der Höhle drin. Also ich zoome mal raus für die Sicht. Ups. Das ist die Flammenkampfsteppe. Und wir sind eher im Süden. Na, hier sind wir. Und wir laufen hier einfach mal rein. Den Weg entlang. Und hier wieder aufpassen, hier gibt es kein Gleiten, deswegen müssen wir uns sozusagen runterarbeiten und können halt sterben, falls wir zu weit runterfliegen. Hier sind viele Gegner. Jetzt habe ich Zustand. So, jetzt einmal hier runter. Dann diesen Felsen hier hoch. Ups, jetzt bin ich wieder gefangen. Und dann gleite ich mal rüber. Und ab jetzt, Vorsicht, ab jetzt gibt es kein Gleiten mehr. Und wir tangeln uns mal hier entlang. Runter. So rüber. Und ihr seht schon, drei härtige Eisenader. Und wir müssen uns einfach hier nach unten begeben. Ohne zu sterben. Hier gibt es sogar noch eine Truhe, falls wir holen möchten. Ups. Jetzt bin ich da runtergefallen. Auf jeden Fall muss ich hier hoch. Die sind auch schon wieder Gegner. Und hier wäre sie. Aber ich mache hier mal alles platt schnell. Und da können wir auch schon die letzte Ader holen. Ja Leute, das war mein Video dazu. Eisen in Guild Wars 2 farmen. Und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt durch die ganze Tour 156 Eisen gefarmt. Mit einem Charakter. Und wenn wir das beim Handelsposten verkaufen würden, würde das 3,88 Gold geben. Also knapp 4 Gold. Und das in unter 30 Minuten. Falls euch mein Guide helfen konnte, dann lasst doch ein Abo da und wir sehen uns morgen nochmal. Bis dahin und tschüss.